Morgenstund hat Gold im Mund, sage ich heute mal. Wir wollen gemeinsam auf unser Heimspiel morgen Abend um 19 Uhr hier in der GGZ Arena sprechen oder blicken, besser gesagt. Wir haben zu Gast den VfC Plauen. Wir gehen aktuell von rund 5000 Zuschauern aus. Ich freue mich auch, dass Rico hier wieder Platz genommen hat. Und wir beginnen heute mal mit Sandro, der uns am gestrigen Sonntag ja mit einer tollen Nachricht überrascht hat und seinen Vertrag bereits jetzt schon vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat. Etwas auch untypisch, zum Saisonbeginn schon über das Saisonende zu sprechen. Sandro, was hat denn den Ausschlag gegeben, warum du bereits jetzt schon deine Unterschrift für ein weiteres Jahr unter dem Vertrag gesetzt hast? Also hallo erstmal. Für mich ist es eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten, weil ich gehe jeden Tag, komme ich gerne hierher. Ich gehe jeden Tag gerne mit den Jungs raus und gebe Gas im Training und wir arbeiten hart an uns. Und zweitens ist es auch jedes Wochenende, egal ob das heim oder auswärts ist, ist immer wieder eine Freude, mit diesem Support aufzulaufen. Und da gibt es dann für mich auch nicht so viel zu überlegen. Ich fühle mich hier sehr wohl, bin hier sehr glücklich und ja. Vielen Dank erstmal für deinen Einstieg. Wenn es dann noch Fragen auch zur Vertragsverlängerung von Sandro gibt, könnt ihr dann im Anschluss natürlich eure Fragen noch stellen. Rico, dann lass uns gemeinsam auf unsere nächste Aufgabe blicken. VfC Plauen morgen vor der Brust. Ja, was rollt da, was kommt da auf uns zu? Die Plauener aufgestiegen, zwar im Nachsitzen, sage ich jetzt mal. Aber ihr werdet sie euch auch sicherlich nochmal genau angeschaut haben, ja, wie wir dann auch morgen direkt wieder erfolgreich sein können, sage ich mal, nach dem guten Auftritt in Chemnitz. Ja, ich möchte noch ein Wort zum Sandro. Es ist eine coole Geschichte. Es ist ja nicht immer üblich. Eigentlich sind ja die Vertragsverlängerungen dann im Winter oder im Frühjahr dann für die neue Saison. Aber wir haben uns dort zusammengesetzt im Trainerteam mit Robin zusammen vor allen Dingen und die Dinge ja auch schon perspektivisch. Also auch wieder, das ist ja so die Strategie, die dahinter liegt. Und da freuen wir uns natürlich und freue mich auch ganz persönlich, dass wir weiter zusammenarbeiten. Also dieses Jahr auf jeden Fall, ja. Aber das nächste Jahr, dass du dem FSV Zwickau erhalten bleibst, ja, weil du eine coole Socke bist, Sandro, ja. Und du auch für einen gewissen, sag mal, für den Fußball auch stehst, der hier gelebt wird, den die Fans, unsere Zuschauer auch einfordern. Du gibst immer alles, gefühlt dein letztes Hemd. Und das ist natürlich so eine Sache, die eben auch das Publikum, die Zuschauer auch honorieren. Und das war so neben vielen anderen Qualitäten, die du ja auch hast, so ein ausschlaggebendes Element, so von unserer Seite her zu sagen, lass uns das doch mit dem Sandro weitermachen. Ja, und das hast du dir einfach auch verdient. Und es spricht auch für dich, Sandro, dass jetzt eine, ja, ich muss mal noch warten, ich muss mal gucken, wie die Saison läuft. Und, na, sondern dass du jetzt schon sagst, geil, coole Geschichte, FSV Zwickau, das ist mein Verein. Und gehst hier mit deiner Mannschaft, mit uns gemeinsam, sind wir ja drinnen, mitten in der Saison, aber auch darüber hinaus, 2025/26. Ja, und da wünsche ich dir auch schon viel Erfolg, gesund bleiben. Und da sind wir schon im Thema. Hier draußen kommt ein Auto. Ah, ne, sind sie nicht. Da sind wir im Thema Spieltagsbriefing. Ja, und Daniel, du hast gesagt, Plauen wird ein schwerer Brocken. Man kann jetzt nicht sagen, als Neuling, die brauchen noch einen Moment, die sind ganz klar angekommen in der Liga und die wissen wie es geht. Ja, und auch wenn sie nicht nachsitzen, die sind punktgleich gewesen mit Bischofswerda, am Tor hat es ein bisschen gehangen, ein Torverhältnis hat es gehangen, aber wir haben eine super Saison gespielt in der Oberliga Süd und das zeigt jetzt auch die Leistungen in der jungen Saison mit 4 Punkten. Und was jetzt für den Gegner steht, das muss man einfach auch klar herausstreichen. Und da freue ich mich auf dieses kleine Derby morgen Abend mit den vielen Zuschauern, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die, sagen wir, das Thema Einstellung, das Thema Team, das Thema Taktik und auch für diesen besonderen Moment aktuell stehen. Ja,
gerade die besonderen Momente. Lukas Will macht ein Tor, was man ganz, ganz selten sieht. Oder Martinez in Blauen, so in Halle, so ein Schlagschuss. Sieht man auch selten. Ja, das sind ja so diese besonderen Momente. Und eben aus einer sehr kompakten, mannschaftlich geschlossenen Einheit erarbeiten sie sich bis jetzt auch die Punkte und das auch verdient. Ja, auch mit dem, sagen wir, Ausrufezeichen in Halle einen Punkt geholt, das Heimspiel gegen Hertha 2 gewonnen. Und das ist jetzt für uns eine tolle Aufgabe und da freue ich mich auch drauf, auf morgen Abend neben nachzuarbeiten, also vorzubereiten, nachzubereiten, dieses starke Comeback, was unsere Mannschaft gezeigt hat in Chemnitz. Und da wollen wir das jetzt nicht noch größer machen, als es war. Wir haben gewonnen, das war unheimlich wichtig für die Mannschaft, für den Verein, für unsere Fans. Jetzt auch anzukommen in der Liga, aber jetzt geht es weiter. Ja, und wir haben morgen Abend ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen. Das wollen wir gewinnen und das sind wir, ich sag mal jetzt so, auch mit dem Aufwand, den wir alle gemeinsam mit unseren Fans, mit den Zuschauern betreiben, gilt es jetzt den nächsten Schritt zu machen. Wir haben am 15.03. das letzte Heimspiel gewonnen. Das sind jetzt schon über 5 Monate, also 5 Monate her. Ja, das ist wieder eine Monsterzeit. Und das gilt jetzt morgen Abend mit schon noch Geduld, aber mit dieser Emotionalisierung, mit dieser Fokus auf das Spiel für seine Aufgabe, wieder in einem anderen Umfeld, aber dieses Heimspiel zu gewinnen und dort alles reinzuballern, was wir haben. Gut, danke erstmal für deinen Ausblick auf das Spiel. Dann können wir loslegen direkt mit euren Fragen. Sofern ihr die habt. Also schön, wenn Sie vielleicht ein bisschen was sagen. Mal bitte das Mikrofon nehmen für die Frage. Nein, einfach. Es wäre schön, wenn Sie ganz kurz bitte sagen könnten, die Vorbereitungen waren ja jetzt 9 Tage, also eher so ein bisschen untypisch. Wie sah die aus und worauf speziell haben Sie vielleicht in den vergangenen Tagen Wert gelegt? Natürlich auch im taktischen Bereich, ohne das näher auszuführen, aber auch im Thema, sagen wir, Athletik im Allgemeinen, also die Fußballathletik, ja, auszubauen. Wir sind immer noch am Anfang der Saison und das in einer Kombination mit Fußballspielen, mit intensiven Einheiten, wirklich sehr intensiven Einheiten, um einfach auch dort Substanz zu generieren für die, sagen wir, dann auch anstrengenden Tage und Wochen. Jetzt haben wir ja auch schon eine enge Woche mit jetzt Dienstagsspiel, morgen Heimspiel, dann am Freitag gegen Erfurt im Auswärtsspiel. Und da kann ich auch mitgeben, so unseren Fans, Zuschauern, dass wir aktuell eine exzellente Personalsituation haben, wirklich exzellent für uns, dass wir leider nur auf Lloyd Kufer verzichten müssen. Das dauert ja auch schon jetzt über 4 Wochen mit seiner Zehenproblematik, das ist sehr unbefriedigend für den Junge selbst, aber auch für uns, weil uns auch fehlt. Theo Martens wird noch einen Moment dauern mit seiner Thematik und Sani Zimmer. Ansonsten sind alle im Training, sind dabei, wir haben eine große Gruppe. Die Qualität ist absolut in Ordnung, da haut sich auch jeder rein und das ist eben auch exzellent so für diese enge Woche. Und wir haben Wettbewerb, wir haben Konkurrenzkampf im weitesten Sinne. Aber was wir immer wieder auch spüren als Trainer, dass bei allen Wettbewerben, beim Konkurrenzkampf immer auch eine Gemeinschaft da ist. Und das gilt es also auch morgen Abend. Wir müssen ja jetzt auch für den Kader sortieren. Ein paar Jungs müssen wir mitgeben, ihr seid morgen nicht dabei. Das ist nun mal so, aber es ist nie eine einfache Geschichte und trotzdem, das müssen wir uns auch behalten und das möchte ich aber eben auch dann von meiner Mannschaft sehen, dass wir das leben und morgen Abend dann die platziert sind, die in der Startelf sind, die dann die Optionsspieler, die Alternativspieler sind, die das leben und sagen, komm, die anderen nehmen wir mit. Und herausragend war ja auch dieses Bild, wenn ich dann nochmal zurückgehe in Chemnitz, wo dieses Tor fällt von Louis Klein in dieser Druckphase von Chemnitz, wo alle Wechselspieler reingeschossen sind und dann am Ende auch einen Kreis gemacht haben. Ja? Und das ist natürlich beispielhaft, wie so alle gemeinsam mitgefiebert haben, sich für den anderen gefreut haben, in dem Moment für Louis, aber als Mannschaft gefreut, dass wir
das erste auch Tor geschossen haben und am Ende auch gefreut haben und gefeiert haben, dass wir das erste Spiel in der Saison gewonnen haben. Gut, da ich für den Moment keine weiteren Fragen sehe, kommen wir jetzt noch zu unserer neuen Kategorie Frag den Coach. Du hast davon schon gehört. Ja. Und zwar geht es in dieser Kategorie darum, dass unsere Facebook-User direkt Fragen an Rico Schmidt stellen dürfen. Und Rico hat sich auch dazu bereit erklärt, immer mal so ein, zwei Fragen in der PK zu beantworten. Wir legen dann heute auch mal direkt los. Der User Steffen Beck fragt: Warum muss Lukas Albert im Sturm spielen? Wir haben doch 4 Stürmer. Besser wäre doch Lukas Albert mit Oliver Fobasom in der Innenverteidigung in einer Viererkette spielen zu lassen. Ja, es ist immer die Überlegung des Trainers oder der Trainer. Wenn wir da die Uhr zurückdrehen, in Lukas hatte ich ja damals letztes Jahr gegen BFC das erste Mal im Sturmzentrum. Für viele überraschend, für mich jetzt nicht so überraschend, weil ich mich da schon auch mal erkundigt hatte, hat er das schon mal gespielt. Ja, er war im Nachwuchs Offensivspieler, ist dann umfunktioniert worden als Defensivspieler, bringt aber die Wurzeln des Offensivspielers mit. Ja. Und das war ja so die Herangehensweise, weil wir so diesen robusten Stürmer zu dem Zeitpunkt auch von der Körperlichkeit her nicht hatten. Ja, wir haben jetzt dort auch Konkurrenzkampf mit Zimpo, mit Felix Pilger. Wir haben, das ist ja auch so ein bisschen jetzt so eine Heimkehr, Lukas Will, das haben wir ja auch noch nicht anmoderiert, ja, abgegeben an Blauen, weil jetzt so die Herangehensweise war und ein ganz faires Gespräch hatten, auch mit dem Lukas zusammen, Einsatzzeiten besprochen, immer wieder auch das Stichwort Wertschätzung. Und Lukas Albert ist Offensivspieler, ist Stürmer, so sieht er sich auch, das ist ja auch mal wichtig auch für den Spieler. Ja, das ist ja nicht so, dass wir da im Austausch sind. Ja, ich habe jetzt auch kein Problem, wenn der Spieler X sagt, ich möchte mich dem Konkurrenzkampf stellen auf der Außenbahn oder im zentralen Mittelfeld oder als in dem Falle Innenverteidiger. Nein, er sieht sich als Offensivspieler im Zentrum oder vielleicht auch im Außenbereich. Dann ist es so und dann soll es so sein. Und dann wird er uns auch in diesem Bereich auch helfen. Und es ist ein guter Junge. Er bringt eine andere Spielnote mit als Zimbo zum Beispiel oder auch Felix Pilger. Jetzt am Sonntag hat man ja mit Pilger und Hermann im Sturmzentrum gespielt, ein bisschen unterschiedliche Ansätze gehabt, ja, auch für die Aufgabenstelle beim Gegner. Und das Thema Taktik, das beschäftigt ja unsere Fans immer wieder. Dreierkette, Viererkette, unerfolgreich, erfolgreich und so weiter und so fort. Wir machen uns da wirklich immer wieder viele Gedanken und wir sind da auf einem guten Weg. Wir kriegen das schon hin. Ein weiteres Thema, was unsere Fans immer sehr beschäftigt, ist die Torhüterfrage. Stefan Lippold fragt, bleibt Thiemann zwischen den Pfosten oder wird Lehneis zurückkehren oder wird es immer wieder einen Wechsel zwischen den beiden geben? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Hima hat das herausragend gemacht gegen Chemnitz, was für beide Beteiligte keine einfache Situation war. Ja, auch für Benny Lehneis ganz schwierig zu erfahren, ich bin jetzt nicht im Tor. Und jetzt Lukas Hiemann, Druckspiel in der Heimat, dort zu liefern und zu leisten. Das hat er wirklich herausragend gemacht und in den 2-3 Situationen uns dort auch vor dem Rückstand oder Ausgleich bewahrt. So wünscht man sich das ja auch als Trainer. Und Hime steht morgen im Tor, Punkt. Und was man dadurch, auch ich nicht möchte, ist, dass wir rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja, da braucht schon auch die Mannschaft, gerade auch die letzte Reihe, aber insgesamt als Mannschaft, so wie das auch was eine Aufstellung betrifft, ein paar Flöcke und sag mal, ein gewisses Grundvertrauen. Und es wird jetzt nicht so sein, dass rein, raus, das wird nicht passieren. Okay. Abschlussfrage, die glaube ich auch ganz gut dann zum Spiel morgen passt. Bärbel fragt, kannst du den Spielern die Mentalität und Einstellung vom Chemnitz-Spiel konstant eintrichtern? Eintrichtern? Ich gebe das so wortwörtlich wieder. Ne?
Strich ein. Ich denke, wir wissen alle, was gemeint ja, ist. Ne? Keine Frage. Das ist ja immer auch so ein Mix aus Trainerverantwortung, ja, so das Thema Motivation, wenn man da immer so manchmal auch liest, so was dann die Spieler zu den Trainern sagen, so sich da auslassen im positiven oder vielleicht nicht so im positiven Sinne. Natürlich ist das ein Trainerthema, aber es ist aber vor allen Dingen auch ein Spielerthema, ein Menschthema, sich dort so in eine Situation zu bringen. Und so war das ja jetzt an dem Sonntag schlussendlich jetzt mit der Woche, ja, die wir jetzt vorbereitet hatten, Training und all diese Themen. Und das haben wir jetzt, wir können das ja nicht kopieren. Ja, wir sind keine künstliche Intelligenz, das wir abrufen können, sondern wir sind Menschen. Und jetzt gilt es halt auch diesen Fokus und diese Emotionalisierung in Richtung morgen Abend hinzubekommen, weil es jetzt auch eine lange Zeit war, vom Sonntag jetzt auf Dienstag. Aber es geht, ich spüre das auch bei mir. Man muss sich selber auch anschieben. Das ist immer so ein Thema. Und jetzt nicht nur sich, ja, jetzt der Trainer hat gesagt oder der, sondern das gehört ja zum Sport mit dazu, zum Leistungssport, zum Spitzensport, sich selber auch zu motivieren, sich selbst auch in eine Situation reinzubringen, mental in eine Situation reinzubringen, damit eben auch viele Dinge auch passen, die du ja brauchst an so einem Spieltag. Und das Schönste und das Beste wäre natürlich, auch wieder in diese Range reinzukommen, rein von der Finalisierung her vom Sonntag. Aber es ist ja ein ganz anderes Spiel, es ist ein anderer Gegner. Wir haben andere Aufgaben, die wir jetzt bearbeiten müssen. Als jetzt Chemnitz hatte so den Druck, so Heimspiel, 10.000 Zuschauer. Und jetzt ist es ein bisschen eine andere Konstellation. Und ich bin aber überzeugt davon, dass die Jungs jetzt auch wissen, woran es nochmal, ja, mit den Erfahrungen der letzten Tage und Wochen, dass es nur über diese Komponente geht. Und ich komme mal rein, 3, 4, 5 Minuten, ich gucke mal, wie es läuft. Das funktioniert nicht. Nicht in diesem Bereich, aber auch in der Kreisklasse nicht. Vielen Dank, dass du dich den Fragen unseren Usern gestellt hast. Wenn ihr jetzt keine... Ich habe auch noch eine Frage. Ja, bitte. Sandro? Ja. Hast du hier eine Liaison schon in Zwickau oder wie ist da? Oder bist du. Eine was? Eine Liaison. Ein Verhältnis oder eine Freundin? Beziehung? Nein. Also, nee. 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 Wie ist so das Zwickauer Umfeld? Wie? Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so viel Zeit für Frauen hier. Okay. Weil wir ja schon auch viel ans Training gebunden sind. Jawohl. Und die Wochenenden. Training. Und da ist ja der Hauptfokus, deswegen bin ich ja auch ursprünglich hierher gekommen. Und genau, nicht, um hier eine Frau zu finden. Aber ich meine, du hast ja deine Wurzeln, dein Anker hast ja noch ein bisschen tiefer gesetzt jetzt. Und, ne? Weil man sagt auch, die sächsischen Mädchen sind ja gegenüber den Bayern, ja, bayerische Mädchen ist ja auch in Ordnung, oder? Wie? Sind schon sehr hübsch, ja. Gut. Alles klar, danke. Ja, weiß gar nicht, wie ich das jetzt beenden soll. Ja, aber die Pressekonferenz sehen ja einige hunderttausend Leute. Hunderttausend? Nein, also 100 bis 1000 Leute. Also, einige hundert, nicht hunderttausend, also, ja. Ja, vielleicht müssen wir kommen. Vielleicht meldet sich ja jemand, ne, wo Sandro Sengersdorf zu finden ist. Wissen wir alle. Als erstes morgen Abend 19 Uhr hier in der GGZ Arena, wenn wir den VfC Blauen zu Gast haben. Bis dahin, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.